Yahoo! Hier ist wieder Donnerstag Zorro mit Let's Play. Was zur Hölle, mein Bruder hat den vierten Stern geholt. Egal. Der ist sowieso voll der Sucht in diesem Spiel. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, ich mach mal hier was. Wir haben mir eine Rätselbox von einem komischen Kronentypi geholt. Irgendwie ist es jetzt schon unsere zweite, die wir durch Street Pass erhalten haben. Das finde ich sehr schön. Es zocken anscheinend viele dieses Spiel. Jeder Assi, ey. Na, ja, Sternmütze. So. Ach ja, wir haben wieder drei Kronen, sehe ich gerade. Jetzt. Ja, toll, dafür habe ich jetzt meinen ultimativen Anzug hergegeben. Aber egal, ich meine, da können wir ja schön das nächste Schiff hier machen. Haben wir ja alles komplett ansonsten? Ja, ich glaube schon. Cool. Auch die vierte Welt wird jetzt komplett gemacht. Was ist das hier eigentlich? Waren wir da schon drin irgendwie zum Test? Nee, ne? Weiß das nicht. Also die Teile sehen ja eher alle gleich aus, aber... Nee, ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Cool. Schon wieder so ein blödes Schiff eigentlich. Ich hätte jetzt noch mal eine Rosa-Burg erwartet, aber nein. Immer so blöde Schiffe, ey. Ah! Ja, es ist gerade ein bisschen blöd, weil, so lässt es sich ja auch nicht spielen. Die ganze Sache mit der Aufnahme, das riecht einen tierisch auf die Dauer. Man kann so überhaupt nicht richtig gucken. Aber euch zuliebe mache ich das trotzdem. Scheiß drauf. Ich meine, wer soll dieses Spiel sonst Let's Playen, wenn nicht ich, der tollste 3DS-Let's Player überhaupt? In Deutschland höchstens. Zumindest habe ich schon die meisten 3DS-Spiele Let's Played, glaube ich. Oder? Gibt's irgendeinen, der sich extra einen Kanal für 3DS-Spiele Let's Playen gemacht hat? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht sollte ich mal aufpassen, dass ich nicht eingequetscht werde, falls das hier geht. Hey! Okay, das ist knapp gewesen. Ich glaube, ich mache einfach mal... Habe ich Bild? Gut. Ich achte einfach mal ein bisschen mehr aufs Bild. Ja, Alter, ich habe doch gelebt. Ich dachte, ich wäre in den Abgrund gefallen. Genial. Also wenn da mal kein verstecktes Geheimnis ist. Da sind Geheimnisse nicht immer versteckt. Na egal. Ist ja aber sowas von eindeutig hier. Was ist da denn drin? Irgendeine Möglichkeit, an eine Sternmünze zu gelangen? Na egal. Wir haben eh schon alle Sternmünzen, sehe ich gerade. Von daher ist es nicht interessant, was da drin ist. Und jetzt haben wir mal eine andere. Und nur mit viel Geschick werde ich das jetzt lösen können. Also wahrscheinlich gar nicht. Wie ihr gerade schon gesehen habt. Bräuchte irgendwie mal ein Item für unten. Ach nö, es gibt hier keine Checkpoints. Sehe ich gerade. Das ist natürlich kontraproduktiv für... Alter. Achso, ich habe die Münze eingesammelt, das ist schön. Aber ich fand die letzte Burg ein wenig schwieriger, irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr mir da jetzt zustimmt oder nicht, aber ich fand das so. So. Komische Störquellen beseitigt, ey. So. Wow. So. Verdammt, ich hab gehofft, ich könnte es noch schaffen, wieder schnell hochzuspringen und dann hätte ich es so hingekriegt. Egal, scheiß drauf. So. Jetzt haben wir diesen ultimativen Bossfight wieder vor uns.
Und diesmal haben wir ein bisschen bessere Chancen anscheinend. Auch wenn ich... Ach verdammt, die ist auf so einer höheren Plattform. Naja, einmal habe ich sie schon. Genau, die konnte so komisch fliegen. Ich sehe wieder hier gerade. Genau, ich erinnere mich. Verdammte Scheiße. Ach, sorry, dass ich das mal so gesagt habe. Aber es ist halt so. Mal ganz ehrlich. Ich würde mir ja gern so irgendwie ein Blatt holen oder sowas als Unterstützung quasi. Ah, wir haben das ultimative Unterstörer. Das ist doch unfair. Jetzt können wir doch gar nicht mehr abkacken. Das finde ich jetzt aber auch langweilig in diesem Spiel, dass man das ultimative Unbesiegbarkeitsblatt hat. Also wenn man ein normales Blatt dann irgendwie bekommt oder Extra-Item, dann verstehe ich das ja noch. Und ich bin gerade in den Abgrund geschwebt. Das war erbärmlich. Ich konnte jetzt doch gar nicht mehr versagen. Oh Mann. Fuck off. Ich kann das. Ich bin Lorna Trezzoro. Er kann alles. Naja. Bis auf das Level schaffen. Das kann er irgendwie nicht so gut. Und ich krieg auch ein schönes Item für unten drin. Sehe ich gerade. Wie ich es mir gerade gewünscht habe. Naja. Zerstören wir einfach alle Feinde und ähnliches. Ich meine, wer könnte Mario das schon übel nehmen? Mario ist einfach zu cool dazu in seinem weißen Anzug. So, komischer Maulwurf mit Schraubenschlüssel auf dem Kopf. Was ist? Nee, er wirft einen Schraubenschlüssel, er hat einen Kanaldeckel auf dem Kopf. Das finde ich sehr interessant. Warum hat man einen Kanaldeckel auf dem Kopf? Nun, das ist sehr verschieden. Je nachdem, welche Person ihn auf dem Kopf hat. Ist es zum Beispiel ein Verrückter, zum Beispiel aus Ätnerricht, außer so irgendwie so ein Vorfahre von Droggelbecher, der ja bekanntlich ein Kissen auf dem Kopf hat. Ist es ein Verrückter, dann ist es vermutlich aus dem Grund, weil er gerne eine Kopfbedeckung trägt und das für einen ganz normalen Hut hält. Also Otze oder so, ne? Und ist es kein Verrückter, dann ist es ein Verrückter. Egal, das ergibt keinen Sinn. Ich töte jetzt einfach diese komische Frau da. Ich bin nämlich unzerstörbar. Ja, das fand ich auch schon immer sehr interessant. Ein Bossfight und... Das ist doch erbärmlich. Seht ihr, das ist der Grund, warum dieses Spiel viel zu leicht ist. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Dieses Spiel ist leichter als alle anderen Mario-Spiele. Weil kein Mario-Spiel dieses viel zu cheatige Item hat. Naja, wir kriegen nochmal Zeitbonus hier, auch wenn wir es gar nicht mehr brauchen. Wir haben ja in einer super Zeit dieses Dingens hier abgeschlossen. Was ist das denn? Toll, eine Münze. Stolz. So, Joho. Achso, ich habe gerade ein bisschen zu tief gehalten. Sieht so bekloppt aus. Immer wieder schön anzusehen. Ja, das ist noch bekloppter, als wenn man einen Kanaldeckel auf dem Kopf hat. Und wir betreten eine weitere Welt, die ich in diesem Part vielleicht sogar noch... Ja, doch, müsste ich eigentlich noch anfangen können. Und diese Welt hier war jetzt wieder komplett gemacht. Das finde ich auch schön. Dit. 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 Okay. Oh mein Gott. Peach, töte sie alle. Durch deine ultimative Erdbebenattacke. Peach, setz Erdbeben ein. Wilde Gumbas wurden besiegt. Ja, bald kommt das übelste Level, bald kommt das übelste Level. Ja, ich freue mich schon voll drauf, ich freue mich schon voll drauf. Das schaffen wir in diesem Part nicht mehr, wir schaffen nur noch dieses Vor-Dingens hier Level. Das Vorfreude-Level nenne ich es jetzt, weil ich jetzt Vorfreude auf das Level danach habe. Wir kriegen ein neues Item, die Boomerang-Blume. Das ist doch schön. Mit der Boomerang-Blume kann man ultimative Boomerang-Techniken einsetzen.
Seht mal, dieser Boomerang hat ultimative Fähigkeiten. Juhu. Naja, gut, ungefähr so soll es funktionieren mit der Boomerang-Power. Warum weiß ich, dass dahinter was ist? Weil dahinter nichts ist. Egal. Es sah deutlich so aus, als wäre dahinter was. Und deswegen dachte ich mir, das check ich mal. Ah, was haben wir denn hier? Ich wette, da oben drüber ist eine Sternmünze. Ich falle nicht nochmal auf diesen Scheiß rein. Ah, da ist wieder eine. Gut. War ja klar gewesen. Nicht wahr? Oh Mann, ich glaub's nicht. Ich komm da nicht auf so einen einfachen Blockstapel. Nein, mir reicht's. Ich nehme jetzt einfach diese dämliche Power. Wenn ich es damit nicht schaffe, dann bin ich erbärmlich. Ich denke, damit muss man es einfach schaffen. Warum wusste ich, dass es genau da ist? Weiß schon mal so war? Ich weiß es nicht. Ach ja. Wieder die ultimative Power einsammeln und dann können wir raus hier aus diesem Scheiß. Hoch. Zack. Ja, die ultimative Technik hier. Habt ihr es gesehen? Geil, mit dem Boomerang wollte ich nochmal testen. Konnte man auch die Noten einsammeln. Von daher, damit lassen sich viele Dinge gut einsammeln. Das ist wichtig zu wissen. Muss ich nicht bis da vorne hinlaufen. Kann ich aber, wenn ich Lust habe. Habe ich aber nicht, deswegen cheat ich wieder mal. So's. Finde ich sehr interessant, diese Wumps mit Waschbärschwanz. Hä? Alter? Mich verarschen? Können damit angreifen. Sehr interessant. Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass da oben so ein Teil ist. Aber naja. Letztendlich war es einfach nur Let's Player-Intuition. Deswegen. Oh Mann. Aber ich werde wieder besser. Ich glaube, man merkt's. Ich bin nicht mehr so schlecht wie vorher. Hier brauche ich jetzt eine Boomerang-Blume. Ich glaube, die kommt gleich runtergefallen. Ah, ach ne, genau, wir müssen diesen Typ wieder killen. Dann haben wir sie. Genau, und jetzt können wir nämlich da vorne gleich. Achtung. Erstmal kommen die ganzen Viecher an und wollen uns töten. Daran erinnere ich mich noch. Die schaffen es natürlich nicht, weil ich cool bin. Jetzt muss ich da vorne eine Boomerang gleich hinwerfen. Alter. Teile töten sich doch alle nur selber. Ah! Dummer Scheiß. Mach ich's halt so. Eigentlich soll man da einen Boomerang hinwerfen und dann hat man's. Upsi. Na egal, so geht's auch. Scheiße, wenn ich jetzt noch verkacke. Merk! Alter! Ihr wollt mich doch umbringen. Okay. Okay, dieses Spiel ist nicht so leicht, wie ich immer gesagt habe. Teilweise. Ach nein, scheiße, da gab es ja noch keinen Checkpoint. Ich bin ja blöd. Und ich kann auch keine Safe States laden und ach, ich bin dumm. Naja, egal. Einfach besser aufpassen.
Dann hat man es auch. Ups. Ich bin runtergefallen. Habe ich gar nicht gemerkt. Das mache ich jetzt aber noch in diesem Part. Ich will jetzt nicht nur, weil die Zeit abgelaufen ist, das jetzt beenden. So spießig bin ich dann doch nicht. Boah, das gibt's doch nicht. Okay, Part beendet. Tschüss. So schnell kann's gehen. Du bist schuld, Hammer, Bumerang-Bruder. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Lonis Zorro.